Bei Lidl bekommt ihr zur Weihnachtszeit natürlich auch leckere Mandeln wie Mandeln mit Meersalz oder Mandeln mit Schoko-Meersalz-Karamell, aber auch Mandeln mit Cookie-Dough-Flavor. Ob das was kann, wir finden es heraus. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Forschmann habt ihr schon gesehen. Gebrannte Mandeln passen zur Weihnachtszeit von Lidl in drei verschiedenen Versionen wie Meersalz, Schoko-Karamell und Meersalz, das geht auch klar, und Cookie Dough Flavor. Warum? Warum will ich, dass meine Mandeln nach Cookie Dough schmecken, also nach Keksteig? Und warum ist da kein Keksteig drumherum? Warum haben sie keine. Also für mich ist jetzt gerade der Gedanke gegangen, wenn man Schokolade und Karamell umhüllt, warum macht man hier keinen Keksteig drumherum und macht da rum Schokolade? Ich bin ein bisschen perplex. Als ich das Produkt gesehen hatte, dachte ich mir, das meine ich doch nicht ernst. Ich habe es natürlich mitgenommen, wir probieren es aus. Weihnachtsprodukt gibt es, glaube ich, nicht so lange, waren so ein Sonderaufsteller drin. Vielleicht gibt es die auch schon gar nicht mehr, ich kann es euch nicht immer sagen. Und ich muss das ja noch alles, hier, was so vor mir liegt, in der Weihnachtszeit noch freischalten. Manchmal reichen dir nicht 6 oder 7 Videos die Woche, aber ich habe keine Lust, so viele Videos zu machen. Darum freue ich mich auch immer, wenn ich ja noch mal Pause habe. Es ist natürlich ein zeitraubendes Hobby. Ja, was haben wir hier? Gebrannte Mandeln. Wir gucken auf Zutaten und Nährwerte. Wir haben also gebrannte Mandeln geröstet und gesalzen mit Zutaten Mandeln, Sonnenblumenöl, Meersalz. Das war schon an Zutaten. Finde ich gut, kurz, knapp. So soll es auch nur sein. 644 Kalorien. Das ist logisch, denn es sind Nüsse. Die Nüsse haben eh schon sehr, sehr viele Kalorien. Zucker haben sie ganz wenig, aber fast 24 Gramm Protein. Dazu gibt es dann die Schoko-Variante. Ups, so rum ist richtig. Die Schoko-Karamell-Variante. Hier gucken wir auch mal schnell drauf. Und hier haben wir geröstete Mandeln in einer weißen Schokolade mit Karamellpulver verfeinert. Mit Zart-Bitter-Schokolade nochmal abgerundet und Meersalz mit weißer Schokolade, Karamellpulver, Kakao, Vollmilch, Karamellpulver. Ich fliege da jetzt nur mal schnell drüber. Zart-Bitter-Schokolade, Kakaobutter. Stärke, Kokosöl, Emulgatoren, kein Palmfett enthalten, Shellac aber leider drin. Heißt, dieses Produkt ist nicht vegetarisch. Das ist in dem Moment wieder doof. Also, du kaufst dir Nüsse, die vegan sind, und diese sind nicht mal vegetarisch, obwohl nur Schokolade enthalten ist, denn Shellac kommt aus Läusen. Ihr esst also sozusagen Fleisch. Also, es ist an sich nur der Kot von Läusen, was für viele schon schlimm genug ist. In dem Moment ist es eigentlich noch vegetarisch. Es ist aber bei Shellac leider das Problem, dass nicht garantiert werden kann, dass keine Laus insgesamt mit reingekommen ist, also ein totes Tier. Und damit musst du davon ausgehen, dass dieses Produkt nicht mal vegetarisch ist. Über Shellac habe ich euch ein Video schon gedreht. Ich weiß nicht, ob ich schon freigeschaltet habe. Ich habe euch einen Bericht darüber gemacht, um euch da auch mal drüber aufzuklären ein bisschen, auf was man da so achten muss. Aber habe ich also das nächste Produkt gefunden, wo Shellac enthalten ist. Denn das ist nicht so einfach rauszufinden, wo überall Shellac drin ist. 561 Kalorien. Zucker hat es natürlich ordentlich und nur noch 11 Gramm Eiweiß. Also hier ist wenig Nuss enthalten im Verhältnis zu der Schokolade und Co. Aber schade, dass da Shellac drin ist. Und gucken wir mal auf die Cookie Dough Version. Cookie Dough hat Mandeln, Sonnenblumenöl, Zucker, Aroma ist leider auch noch mit drin. Also wird dann das Keksteig-Aroma sein, Vanillepulver, ja. Also wird ein bisschen Keksteig-Aroma hauptsächlich sein. Kalorien 640, Eiweiß hat fast genauso viel. Es ist an sich fast wie die klassische Mandel, nur dass sie mit Aromen gearbeitet wurde. Und alle werden hergestellt von der Snack and Nut Company aus Köln. In Köln haben wir nicht so viele Snack-Hersteller. Da sitzt nämlich eigentlich, glaube ich, nur Chio und Funny Frisch. Also Intersnack sitzt da in der Nähe. Könnte also sein, dass es von einem dieser Hersteller kommt. Oder es ist sogar Ütje, die dahinter stecken. Also einer von denen wird das produzieren für die Lidl-Gruppe. Ja, schauen wir mal. Ich packe die jetzt aus. Ihr kriegt danach eine Nahaufnahme. Und ich bin mal gespannt, wie die schmecken. Wie gesagt, das mit dem Shellac finde ich schon ein bisschen doof, weil ein vegetarisches oder eigentlich veganes Produkt so zu einem tierischen Produkt zu machen, weiß ich nicht, ob das sein muss extra. Wäre auch ohne Shellac gegangen, da hätte es nicht so schön geglänzt, aber wäre besser, meiner Meinung nach. Aber anderes Thema, ihr kriegt jetzt eine Aufnahme. Und hier sind sie jetzt, die drei verschiedenen Mandeln. Ja, welche ist jetzt welche, ist die Frage. Okay, in der Mitte kann man es gleich sagen, das ist die mit Shellac. Also die mit weißer Schokolade, Karamell und Salz. Das sieht man natürlich eindeutig. Jetzt bei der Variante oder bei der Variante könnte man jetzt nicht genau sagen, welche ist, weil beide sind halt umschlossen, auch von so einer Salzkruste. Aber hier kann ich sagen, das ist Cookie Dough. Das ist die Cookie Dough-Variante. Also man sieht halt sich gar nichts. Die Mandeln innen drin sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Die ist ein bisschen zu saftig und faserig. Nicht, dass sie mir ein bisschen schlecht geworden ist, weil normalerweise ist das glatter. Ja, aber das ist die Variante. Da nochmal die in der Mitte.
Und hier haben wir dann die ganz klassische. Die klassische Mandel einfach nur mit Salz. Ja, und mehr kann ich euch leider schon gar nicht mehr zeigen. Darum gehen wir zurück ins Probieren. Und jetzt können wir die Mandeln probieren. Ich bin mal gespannt, was es kann. Also, ich glaube jetzt nicht das mega Besondere, aber wir fangen an mit der klassischen salzigen Mandel. Aus Spanien. Ah ne, aus Spanien? Die Mandeln aus Spanien? Man muss ja mal gucken. Das steht ja gar nicht drauf. Ich hätte jetzt gedacht, das sind auch spanische Mandeln. Ja. Leicht gesalzen, finde ich. Könnte viel salziger sein. Schmeckt nach Mandel? Könnte besser schmecken. Also, es ist keine Highlight-Mandel. Also, bei diesen spanischen Mandeln ist das ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Die haben so ein schönes, intensives Aroma. Aber die ist jetzt so... Boah, ist halt eine Mandel. Kannst du machen. Jetzt kein Highlight-Produkt. Da gibt es auf jeden Fall, also intensivere Version. Kannst du auf jeden Fall machen, kannst du mitnehmen, wenn du Mandeln magst. Aber wie gesagt, Salz würde ich mehr dran wünschen und einen kräftigeren Mandelgeschmack. Hier würde ich punktemäßig so 3 von 5 geben. Also so, ist so eine Version, die okay ist. Probieren wir mal die Schoko-Meersalz-Karamell-Version. Das war ja die, wo der Shellack, glaube ich, drin war. Ne? Ja, also die nicht vegetarischen Mandeln. Die anderen sind ja beide sind ja vegetarisch. Schokolade schmeckt ein bisschen muffig. Ah ne, die Kombi brauche ich nicht. Das Karamell ist ein bisschen verbrannt und die weiße Schokolade schmeckt ein bisschen muffig. Schokolade hat überhaupt keinen Knack. Ist einfach nur eine Masse. Und da die Mandel, wie bei der vorherigen Version, relativ ja, langweilig ist im Verhältnis, weil sie nicht diesen extrem schönen Mandelgeschmack hat, also dass dieses, der schöne, was wenn du auf eine Mandel beißt, dieser schöne Geschmack, gerade wenn die geröstet sind, da entwickelt die ja nochmal ein Aroma, das geht hier unter. Du schmeckst eigentlich nur diese süße Masse und dass du auf was Hartes mit reingebissen hast oder irgendwas da noch drin ist. Wie gesagt, von Schokolade schmeckst du nicht viel, du schmeckst hauptsächlich nach Karamell. Also, es ist irgendwie, weiß ich nicht. Also es rattert jetzt gerade im Kopf, weil ich weiß nicht, wie ich das einstufen soll. Es schmeckt, ist halt langweilig, ne? Also es schmeckt einfach nur Karamell und innen drin ist es keine richtige Mandel und... Schokolade ist zu schwach, also sag mal noch nett gemeint, aber du kannst es essen, also aber 2 von 5, also das finde ich sehr, sehr enttäuschend. Das ist langweilig, also hätte ich mir schon so einen schönen Geschmack erwartet bei Schokolade und Mandeln, da kannst du auch richtig geilen Geschmack draus basteln, aber das ist einfach so, ja, ist halt da. Kannst du mal essen, aber ich hätte jetzt auch keinen Bock, die Packung aufzuessen. Mal gucken, Cookie Dough, da erwarte ich jetzt gar nichts von. Es riecht an sich nach nichts. Die schmecken einfach leicht süßlich. Ja, aber es hat nichts mit Cookie Dough zu tun, es hat keinen Keksteiggeschmack oder... Es ist halt nur Aroma, ne? Es ist halt nur... Da ist ein bisschen Kakaopulver dran und Bourbon-Mandel-Extraktpulver und hat Zucker. Also du schmeckst auch nicht wirklich Kakaopulver und Bourbon-Mandel, das ist so minimal. Also schmecken an sich nach süßen Mandeln. Aber die Mandel ist halt, wie gesagt, ist die gleiche wie die anderen, die ist halt nicht so geil. Dann hast du eher jetzt nur so eine, du hast zwar eine Nuss im Mund, du hast aber nicht den Mandelgeschmack. Also den würde ich jetzt auch wie die Schokomeersalz auch nur so 2 von 5 geben. Also kannst du machen, aber
also wenn, ist die klassischste Version mit Salz wirklich die beste Version von den dreien. Aber keine von den dreien schmeckt irgendwie jetzt mega heilandig. Also kauft euch lieber eine gute Mandelsorte, die schön geröstet sind mit Salz dran oder so. Oder auch, gibt vielleicht auch andere, aber kauft das von einem hochwertigen Hersteller mit hochwertigen, also jetzt ist nicht negativ gemeint extrem, aber kauft euch qualitativ hochwertige Mandeln. Darum geht es mir eher. Weil die hier, das scheint jetzt keine so hohe Qualität zu sein, was man dementsprechend auch schmeckt. Aber eine Mandel schmeckt eigentlich richtig gut. Gerade eine geröstete und so. Aber das hier ist insgesamt nichts. Ich sag, kann man machen, könnt ihr mitnehmen. Habt da nichts mit falsch gemacht am Ende. Werdet ihr euch aber, glaube ich, nicht gezielt nochmal kaufen. Wenn ihr sie probiert habt, schreibt es in die Kommentare, wie sie euch geschmeckt haben. Hat es für euch nach Cookie Dough geschmeckt? Wunderbar nach Schoko, Meersatz, Karamell? Oder wunderbar nach schönen Mandeln mit Salz? Oder wart ihr auch so ein bisschen, ja, mittelmäßig begeistert von diesem Produkt? Ich bin gespannt. Wir sehen uns in eins der nächsten Videos. Bis dahin, ciao, euer Bob.